Die Besonderheit dran an dieser Säge sind diese kleinen Spannräume. Diese kleinen Spannräume dienen dazu, um den Span wohl abzuführen, aber wir haben hier sehr wenig Luftverwirbelung, deswegen ist das Sägeblatt auch sehr leise. Das nächste ist die Besonderheit, die Schnittbreite. Wir haben hier eine Standblattbreite von 2,0 und eine Schnittbreite von 2,5 mm. Dazu haben wir hier richtige Diamantsägezähne mit einem Hohlrückerschliff. Dieser Hohlrückerschliff ist bekannt, dass er wenig Schnittdruck erzeugt. In Verbindung natürlich mit der dünnen Säge haben wir hier absolut einen geringen Schnittdruck, was man anschließend beim Sägen wieder sehr gut zeigen kann in den unterschiedlichen Materialien. Diese Säge hat 60 Zähne, in der Größe natürlich. Man kann diese Säge zweimal nachschärfen. Das heißt, wir haben drei Standwege. Warum Diamant im Handwerksbereich? Weil man nicht nur Holz verarbeitet, sondern inzwischen alle möglichen Materialien verarbeiten müssen. Es fängt natürlich an mit Plattenbaustoffen, mit Furnierplatten, mit Multiplexplatten, selbst Korianplatten, Aluminiumverbundplatten oder HDF-Platten. Nicht zu vergessen jetzt, wir haben hier ein Dünnschnittsägeblatt mit 2,5 mm Schnittbreite. Deswegen brauchen wir auch ein anderer Spaltkeil. Dieser kann man natürlich bei uns auch beziehen. Das darf man nicht vergessen, das ist Voraussetzung, dass das ganze System richtig funktioniert. Ich lasse die Säge jetzt mal hoch, um Ihnen zu zeigen, wie leise oder wie laut die Säge überhaupt im Leerlauf ist. Ich habe hier ein Tonmesser. Die Umgebungslautstärke ist circa jetzt bei 374 dB. Normalerweise müsste man jetzt schon einen Gehörschutz tragen, denn ab 86 dB ist eigentlich Gehörschutztragepflicht. Ich würde einfach sagen, mit dieser Säge brauchen wir keinen Gehörschutz mehr, ab in die Tonne. Ich werde einfach hier jetzt mal in einer ganz normalen Melamidplatte einen Schnitt machen. Ganz, ganz kleine Ausbrüche ohne Rittsäge, aber hier in der Deckschicht tadelloser Schnitt. Ich habe hier eine HPL-Platte, Vollkernplatte. Hier sehen wir wieder einen sehr glatter Schnitt, ausfrissfrei oben und unten. Eine MDF-Platte mit Hochglanzbeschichtung, die unter der Folie liegt. Ein sehr, sehr glatter Schnitt, scharfkantig. Multiplex-Platte haben sehr viel Leim und Leim gibt einen sehr hohen Verschleiß. Und deswegen ist eine Diasäge hier zu empfehlen. Auch hier einmal ein Schnitt gegen das Stirnholz. Wir sehen auch wieder hier, sehr glatt, ausrissfrei. Und hier ein Schnitt in der Kante, wo man, wenn man sagen will, fast nicht mehr schleifen muss. Hier habe ich eine Ahornplatte, 40 mm stark. Auch hier wieder ein sehr sauberer Schnitt, keine Ausbrüche Eintritt, keine Ausbrüche im Austritt. Wir empfehlen diese Säge nicht unbedingt in starken Hölzern, zum Beispiel in Weichhölzern, Kiefern, Fichte, Tanne zu nehmen, weil hier die Fasern etwas größer werden und es vorkommen kann, dass die Spannräume hier auch sich zusetzen. Deswegen, wie gesagt, wenn wir nur Massivholz verarbeiten oder hauptsächlich, da gibt es dann idealen Sägen auch im Hartmetallbereich. Jetzt noch ein ganz anderer Bereich. Wir haben hier Fassadenplatten. Das sind Alucobondplatten. Und zwar A1-Ausführung, nicht brennbar. Diese Platte ist unmöglich mit Hartmetallsägen zu schneiden. Deswegen auch Diamantsägen hier einzusetzen. Sehr ideal unsere NN-Säge. Wir haben jetzt hier einen gradfreier Schnitt. Hier
kein Grat zu spüren. Ja. Was mit Hartmetallen gar nicht zu bearbeiten geht, sind Glasfaserplatten. Hier habe ich eine 10 mm Glasfaserplatte und auch mit dieser Säge werde ich das mal versuchen. Auch hier kein Problem für die Säge, sauberer Schnitt. Ja. Egal welche Stärke, 20, 25 mm Stärke, kein Problem. Hier zum Beispiel eine Kohlenfaserplatte. Flugzeugbau, Fahrzeugbau wird immer mehr und mehr eingesetzt, ganz besonders heute mit den Elektroautos. Ist sehr leicht, aber sehr stabil und natürlich sehr schwer zu bearbeiten. Hier, tadelloser Schnitt und auch auf der Gegenseite keine Ausrisse von Fasern, von Kohlenfasern. Egal ob gerade Schnitte oder Gärungsschnitte, die Schnittqualität erzeugen wir natürlich auch bei Gärungsschnitten. Das möchte ich hier nochmal in der Furnierplatte zeigen. Wir haben auch hier wieder keinerlei Ausbrüche und natürlich eine sehr, sehr glatte Schnittkante.